Guten Tag, heute beantworten wir eine oft gestellte Frage, ob es sich lohnt, einen Poolroboter zu kaufen. Meiner Meinung nach ja. Bei der Nutzung von einem Poolroboter sparen Sie sehr viel Zeit mit der Reinigung des Pools, die Sie dann im Endeffekt für den Spaß und das Schwimmen im Pool nutzen können. In unserem Angebot haben wir drei Poolroboter, den Dolphin S100 ganz links, in der Mitte der Dolphin S200 und das höchste Modell rechts, der S300i. Die Poolroboter unterscheiden sich hauptsächlich darin, welche Flächen im Pool gereinigt werden und ob es eventuelle zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten gibt. Der S100 reinigt nur den Poolboden und der Reinigungszyklus dauert 1,5 Stunden. Bei dem S200 wird schon der komplette Pool gereinigt, das heißt der Poolboden, die Poolwände und die Wasserkante, und der Reinigungszyklus dauert 2 Stunden. Bei dem Dolphin S300 haben Sie die Möglichkeit, zwischen 3 Reinigungszyklen zu wählen. Das ist 1 Stunde, 1,5 und 2,5 Stunden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den S300 von dem Smartphone über die App MyDolphin zu steuern. Und der dritte Vorteil bei dem S300 ist die Dockingstation, die uns hilft, den Poolroboter beispielsweise im Schuppen oder in der Garage zu verstauen. Die nächste Frage ist bei den Poolrobotern, ob die Poolroboter an den Skimmer angeschlossen werden müssen. Das ist nicht notwendig, denn jeder Poolroboter verfügt über einen Filterkorb. Dort werden alle Verunreinigungen gesammelt und es ist halt nicht notwendig, diesen an den Skimmer anzuschließen. Wenn Sie weitere Fragen haben sollten zum Poolroboter, dann stellen Sie uns die bitte gerne in den Kommentaren und wir beantworten die. Vielen Dank.